Das ist eine Menge, oder? Und das ist ungefähr nur 5% von dem, was wir schon gepflanzt haben. Das ist jetzt die letzte Kiste. Und ja, wir hatten ungefähr 20 Stück solcher Kisten voll mit Blumenzwiebeln hier in unserem neuen Garten gepflanzt. Narzissen, Tulpen, Krokusse, Anemonen, Ranunkeln, Hyazinthen und viele mehr. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Ja, mittlerweile die ersten Pflanzungen stehen an im neuen Garten. Einmal die Frühlingsblüher, die nächstes Jahr blühen, also Tulpen, Narzissen, Krokusse und so weiter. Aber auch Zwiebeln und Knoblauch, die ganz normalen Speisezwiebeln und der leckere Knoblauch, die werden heute gesteckt. Das zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß dabei und los geht's. Ach ja, außerdem hinter mir steht eine ganze Palette Dünger. Wo ich die her habe, was es damit auf sich hat und wie wir damit gleich düngen, das zeige ich euch auch in diesem Video. Viel Spaß und los geht's! Das hier ist eine ganze Palette vom guten Oscorna Animalin Gartendünger. Die habe ich aber nicht von Oscorna gesponsert bekommen, sondern von der Internetseite garten-paket.de. Der liebe Jonas, vielleicht kennt ihr seinen YouTube-Kanal, Selbstversorger Jonas, verlinke ich euch mal in der Videobeschreibung, genauso wie garten-paket.de. Da haben wir den her, der hat uns den ja gesponsert, um unseren neuen Garten zu unterstützen. Den Dünger kennen ja sicherlich schon viele, der ist sehr beliebt bei den Hobbygärtnern, weil der speziell für Obst und Gemüse ist. Funktioniert sehr gut in unserem Garten, hatten wir auch schon öfter und jetzt halt in einer großen Menge, um auch unser Gemüsebeet jetzt hier zu düngen, was wir gleich mit Zwiebeln bepflanzen. Beim Umbautakt sind wir hier sehr viel mit dem Radlader drüber gefahren, deswegen sieht das Ganze nicht so gut aus. Und deswegen haben wir hier auch schon mal ein bisschen Dünger draufgeschmissen. Es ist zwar eigentlich speziell für Obst und Gemüse, aber Nährstoffe sind Nährstoffe, da wird der Rasen hoffentlich auch schnell wieder grün von. So, kurzes Unboxing hier in dem Sperli-Bag. Da habe ich alles drin. Dies Jahr mitgenommen beim Samen aus Knieke vor Ort. Dreimal Pflanzknoblauch. Nochmal dreimal Pflanzknoblauch. Sorte gucke ich gleich mal nach. Blende ich euch auf jeden Fall ein, sobald ich es weiß. Dann ja, hier lila Zwiebeln bzw. rote Zwiebeln. Normale Zwiebeln. Nochmal normale Zwiebeln. Und nochmal rote. Gelbe Sorte ist Presto und die rote Sorte, was haben wir hier? Red Cross. Was ich überhaupt sehr interessant finde, ist immer die Frage, Knoblauch stecken im Herbst oder im Frühjahr? Das gleiche bei Zwiebeln. Wie macht ihr das? Gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ja Leute, hier da sind die roten Zwiebeln drin und hier die beiden Reihen sind Knoblauch. Und jetzt geht es weiter noch mit roten Zwiebeln und nach dahin werden wir uns ausbreiten, danach auch mit den weißen oder beziehungsweise gelben Zwiebeln. Ja, und das Prinzip von Zwiebeln stecken, das ist ja eigentlich nicht schwer. Ich glaube, ich brauche euch das gar nicht zeigen. Aber ich zeige es euch trotzdem einmal. Wichtig dabei ist hier, das ist das untere, der Zipfel daran ist das obere. Und immer die größten nehmen, die ihr habt. Die größten Steckzwiebeln nehmen. Die auch von der Konsistenz, sage ich mal ganz ehrlich, am kräftigsten sind, weil da habt ihr immer auch welche dabei, die sind einfach matschig, schon am Faulen, das kann immer mal passieren, das sind auch nur wirklich wenige, aber wir wollen ja direkt die kräftigsten Zwiebeln haben, deswegen nehmen wir die und stecken die auch ganz nah beieinander. Das habe ich jetzt von einem Zwiebelbauern hier vor Ort gelernt, der hat hier einen Zwiebelacker und die nehmen auch immer, die säen die zwar, aber die säen die direkt aneinander. Das heißt, ihr seht es hier wirklich, das sind vier Finger dazwischen. Das heißt, dass die beiden Zwiebeln, wenn die groß sind, direkt aneinander sitzen. So spart ihr euch oder auch dem Unkraut die Möglichkeit, dazwischen zu wachsen. Und Reihenabstand, den macht ihr dann halt ein bisschen größer. Wir haben das sonst immer einfach verteilt gemacht. Aber jetzt machen wir die Säne aneinander. Zwischen den Pflanzen und zwischen den Reihen, da lassen wir ein bisschen mehr Platz, dass wir da auch mit dem 5-Zack oder 3-Zack zwischen können. Ja Leute, wir pflanzen dann jetzt noch am Staketenzaun entlang weiter Blumenzwiebeln, weil wir haben noch sehr viele über. Andere Seite vom Staketenzaun, da hat Arthur von Arts Garten schon gefilmt und auch gepflanzt natürlich. Da werdet ihr bei ihm ein Video sehen. Wir pflanzen jetzt noch diese Seite. Schaut euch das mal an, was wir hier noch haben. Kaiserkronen.
so eine kleine Resorte. Da unten haben wir aber auch noch die großen. Dann verschiedenste Tulpen. Und was pflanzen wir jetzt gerade? Hier diese Tulpen. Drei verschiedene Sorten. Da ist das Ganze ganz einfach. Wir lassen die einfach in der Erde fallen. Die werden sich den Weg nach oben suchen. Hier sind natürlich auch ein paar spezielle Sachen dabei. Was war das jetzt gerade? Einmal hatten wir Anemonen und das andere, ja, fragt mich nicht, was das war. Gucke ich mal eben. Diese Dinger waren das hier, Ranunkeln. Genau, Ranunkeln und Anemonen, die sehen ziemlich spannend aus. Ja Leute, das war's auch schon vom Video. Tulpen, Narzissen und so weiter, Pflanzen und natürlich auch Knoblauch und die Speisezwiebeln. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bald gibt es hier mehr Videos aus meinem neuen Garten. Noch ist hier gar nicht so viel, aber das wird täglich schon mehr, denn wir sind jetzt gerade jeden Tag im Garten. Ja, Daumen nach oben, Felix Hobbygarten abonnieren und mal eben einen Daumen nach oben geben für Niklas. Ciao. Ja. Hast du Lust? Ja. Wow.